hoch die Hände. Ach nee, heute ist ja Dienstag. Machen wir nicht, ne? Nee, diese brauchen wir nicht hoch die Hände. Aber trotzdem sagen wir hier Moin Moin aus Eggernförde. Wir sind jetzt heute Nachmittag angekommen. Ganz oben aus dem Norden sind wir ganz, jetzt. Ganz oben, ja. Ja, in Eggernförde bei der Firma T-Tronic. Morgen früh haben wir da einen Termin. Ja, hier lassen wir unseren Amadeus dann nochmal weiter ausstatten. Wir lassen die Alarmanlage einbauen. Ja, das Komplettprogramm eigentlich, ne? Ja, also diesmal komplett. Ja, diesmal komplett, also mit allem drum und dran. So, und wir beide satteln jetzt die Pferde. Und wir haben jetzt ein schönes Landgasthof gefunden. Das ist nur, was waren das jetzt, 6 Kilometer entfernt? Etwa, ja. Ja, da fahren wir die Fahrräder hin und dann lassen wir es uns hier mal gut gehen. Ja, nun gerade hier besprochen, was alles jetzt dann noch reinkommt, beziehungsweise das haben wir ja schon auf der Messe besprochen und wir sind jetzt hier nochmal alles durchgegangen, wo überall Kontakte reinkommen, Gaswanner, die Kabelschleifen für die Fahrräder etc. Und jetzt kriegt Olli gerade noch die Einweisung, denn das ist unser Fahrzeug für heute. Die T-Tronic stellt uns ein Fahrzeug zur Verfügung und dann können wir uns heute ein bisschen hier die Gegend anschauen und es sieht richtig cool aus, oder? Ich dachte eigentlich, das ist so ein ganz kleines Ding hier, aber nö, ein richtig cooles Fahrzeug. Freuen wir uns schon. Das erste Mal E-Auto, Olli. Das ist bestimmt auch ganz interessant für uns, eine ganz neue Erfahrung. Haben wir noch nie gefahren. Das Fahrzeug ist uns bereitgestellt worden hier von T-Tronic, damit wir jetzt nach der Werksführung und bis der Amadeus dann auch fertig ist, noch ein bisschen die Gegend erkunden können. Das machen wir jetzt auch, freuen wir uns schon drauf. Das Wetter passt optimal. Und jetzt sind wir echt immer gespannt auf den Unterschied, ne, zum Verbrenner zum E hier. Ja, also erzählt hat man mir, ich soll den Schlüssel hier vorne reinlegen, die Bremse drücken. Du bist nicht angegurtet. Ach, deswegen? Okay. Ja, da leuchtet was rot. Dann geht das wohl nicht? Oder ich wie? Weiß gar nicht, ob der Fleck. Man hört ja keinen Motor. Ich werde jetzt einfach gleich mal die Parken da nochmal lösen. Von Geisterhand. Ja, der fährt los, wenn du Gas gibst und du hörst gar nichts. Nee, das ist echt wie von Geisterhand. Ne? Ungewohnt. Ja, kein Motor starten. Zeug lernst hier. Oh ja, das hat er gesagt, wenn ich den Fuß vom Gas nehme, bremst das Auto gleich und tut Energierückgewinnung machen. Aha. Also was auch jetzt. Mal probieren wir mal aus. Jetzt fahren wir mal auf, sagen wir mal, 25. Haben wir jetzt. Jetzt nehme ich den Fuß vom Gas. Oh, und dann bremst du gleich runter? Dann bremst du gleich runter. Aha. Und der zieht auch ganz schön ab. Also ihr seht, wir werden jetzt gleich unseren Spaß hier haben damit. Und wir fahren jetzt mal Richtung Eggernförde rein. Und guck, ob ein Radfahrer kommt. Rechts, alles frei ist hier. Frei. Auto ist auch frei, dann fahren wir links. Ja, dann schauen wir mal weiter, ne? Und wir sind jetzt die ersten Kilometer, Olli. Du, da kannst du dich wirklich dran gewöhnen. Also das ist wie Automatikfahren, macht natürlich noch viel mehr Spaß, weil du ein Wahnsinns-Power hier hast. Also das ist, ich bin total begeistert. Also sonst kommst du nicht dazu, irgendwie mal ein Elektroauto zu fahren, oder? Nee, das ist mir jetzt das erste Mal, dass ich überhaupt ein Elektroauto überhaupt dabei bin. Ich bin vorher noch nie Elektroauto gefahren. Auch nicht mitgefahren, ne? Mitgefahren gar nicht. Kannte das noch gar nicht. Das ist ein tolles Erlebnis, ne? Ja. Ungewöhnlich am Anfang, wenn du ja einsteigst und willst losfahren, du hast keinen Motor. Es fährt einfach los. Aber
die Kraft, die dahinter ist, ohne dass du überhaupt eine Gangschaltung oder gar nichts. Das ist wie, ja, ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll. Das macht einfach nur Spaß. Cool. Also mit dem Werkstattwagen sind wir jetzt nach Schönhagen gefahren. Schönhagen an der Ostsee waren wir vor ca. 15 Jahren, glaube ich, das letzte Mal. Ewig her. Sind wir hier schön gelaufen an der Steilküste entlang nach Damp. Das ist diese Richtung. Mhm. Also ordentlich unterwegs, den ganzen Nachmittag hin und zurück, ne? Ja, ist aber eine schöne Strecke. Ja. Wirklich schön. Und ja, wir sind eigentlich jetzt hierher gefahren, weil wir mal gucken wollten, ob es hier schöne Stellplätze oder was gibt, wo wir vielleicht dann nachher nach dem Einbautermin herfahren. Und wenn wir uns jetzt mal ein bisschen umgucken, bevor es dann zurückgeht zu Detronic. So machen wir das. So, unseren Ausflug beendet mit einem Elektroauto. Das war jetzt schon die Show, mal mit einem Elektroauto zu fahren. Das war das erste Mal überhaupt für mich. Und ich bin total begeistert. Also ich bin mir ziemlich sicher, das nächste Auto wird nicht nur eine Automatik, das wird auch ein Elektroauto. Das hat so einen Spaß gemacht. Ja, Olli hat sich wieder mal ganz schnell daran gewöhnt gehabt. Zu schnell. Und es ist wirklich... XC40 heißt das Ding. So ruhig, so beruhigend zu fahren irgendwie. Ja, so du merkst ja gar nicht, dass der Motor an ist. Das ist ja der Oberhammer. Und ein Abzug hat das Ding, ne? Unglaublich. Nee, tolle Geschichte. Fand ich jetzt auch ganz klasse, dass wir es einfach mal ausprobieren konnten, ne? Ja, ja. Nutzen konnten, ja. Was machst du mir für ein Gesicht? Hat die jetzt zugesperrt? Ja. Ja. Und es hat Piep gemacht. Siehst du, das habe ich gar nicht gehört. Ich habe keinen Piep gehört. Aber du hast gehört. Ich habe gehört. Dann wird es zu scharf sein. Ja, und so schön stehen wir hier. Wir sind in Damp an der Ostsee auf dem Campingplatz Damp. Dorotheental heißt es hier, Dorotheental. Heute sehr windig, aber trotzdem noch mild. Wir haben jetzt die Fahrräder rausgepackt, wir werden jetzt ein bisschen losradeln. Ja, wir haben uns den Platz hier ausgesucht, weil er uns einfach sehr gut gefällt. Wir haben gestern mit dem Auto die Gegend ein wenig erkundigt und haben uns auch andere Stellplätze angeguckt. Hier auch in Damp, in den Stellplatz Wohnmobilpark Damp war das. Der hätte 19 Euro gekostet, war auch noch genügend frei. Hier zahlen wir zwar ein bisschen mehr, ich glaube auf 26 Euro kommen wir hier. Aber es hat uns hier einfach besser zugesagt und es steht total ländlich, total ruhig. Ja, ganz alleine stehen wir hier, guck euch das mal an. Hinter uns die Pferde. Und der Hund spielt auch verrückt, ne? Ein Spinner, der Hund. Sehr schön. Nee, also das ist echt toll hier. Ja, und von hier aus starten wir dann jetzt auf unsere Fahrradtour. So machen wir das.
Na, ist das hier nicht ein schöner Blick? Ja, Hammer. Ich habe gerade gemerkt, da vorne anscheinend ist da auch gleich Hundestrand. Also jedenfalls dürfen jetzt Hunde da rein. Okay. Und da geht zwar nicht rein, aber gut zu wissen, wenn er wenn möchte, er gehen, könnte er. Wenn er gehen würde, ne, könnte er jetzt baden gehen. Ja. Aber es ist mega schön, echt. Ja. Ich würde sagen, wir fahren in die Richtung mal weiter. Ja. Jo, auf geht's. Ist das nicht schön? So friedlich, so ruhig. Einfach mega. Hey Manu, na, ist das schön hier oder ist das schön? Denselben Satz habe ich auch gesagt. Ist das nicht schön, ne? Das ist unglaublich hier. Mensch, ey. Und was mir heute aufgefallen ist, ne? Man sieht jetzt ganz genau den Unterschied zwischen Olli und Manu. Olli, die Frostbeule in Jacke, lange Hose, feste Schuhe. Wollsocken. Wollsocken. Und ich, also Olli, das etwas ruhigere Temperament auch, etwas ruhiger, nicht so schnell aus der Haut zu fahren. Ich nehme das mal auf, was du jetzt ja sagst. Ne? Und deswegen auch ein bisschen verfrorener. Ich, die Manu, hier T-Shirt, kurze Hose, Sandalen. Man sieht, ich bin das hitzigere Temperament. Und ich kann auch ganz schnell einmal. Ne? Ich kann auch schneller mal. Leute, was ist das denn für ein schöner Platz hier? Ist ja echt der Oberhammer. Camping Lehmberg nennt sich das hier. Wir sind mit den Fahrrädern weitergefahren Richtung Eggernförde. Und hier direkt an der Küste, also wenn du hier stehst, das ist ja mega, echt mega hier. Was ist das denn für ein schöner Platz hier? Derselbe Satz wieder, ne? Also irgendwie. Auch gesagt, oder? Derselbe Satz, habe ich gesagt. Mega schön hier, direkt am Wasser. Oh. Ich muss auch gucken, wo so eine Karte herkriegt, wo man reinfahren kann. Und ob man sich auch hier herstellen kann und was das kostet. Oh, kann man ja mal fragen, Oliver. Ja, müssen wir es mal rausfinden. Ja, find das mal raus. Hier schießen sie schon wieder. Ja, Olli ist jetzt gerade mal bei der Preisliste hier, weil die Rezeption hat geschlossen, glaube ich, 16 Uhr. Olli, zusammengerechnet ungefähr? Ich bin schon wieder weg. Was waren das jetzt hier? Preisliste, ist wieder fort. So, was war das? Der Strandplatz, ca. 100 Quadratmeter, 13, ach so. Ach so, ist auch noch jahreszeitenabhängig.
Wir sind jetzt 18.09. bis 29.10. Ja, ne? Mhm. Strandplatz 12,50, größer wie 100 Quadratmeter 13,50. Dann die Wassernähe noch einmal dazu 4,30. Okay. Also, dann sind wir bei 17,80. Dann der Seeplatz noch mal dazu 3 Euro 20,80. Der Seeplatz ist ja was anderes. Ja? Person ab 18 Jahre 5 Euro. 30,80 dann. Der Hund. Hund, wo ist der? Da unten unter dem Müll. Der Hund 3,50. 33, 34. Der Müll nochmal pauschal 1 Euro. 35. Und dann kommt Strom noch, ne? Ja, Strom kommt auch noch dazu. Ich glaube 4,10 Euro hast du gerade gesagt. Strompauschale 4,10 Euro, ja. Ja, irgendwas zwischen 35 und 40 Euro. Ungefähr, circa, ja. Ja, jetzt zahlen wir 26 für das alles. Haben keinen Seeblick. Aber dafür sind wir fertig. Und haben unsere Ruhe. Auch nicht schlecht. Aber trotzdem schön ist es. Also, kann man schon mal machen. Und frei ist auch noch genügend. Hinten sind die Waschhäuser. Hier ist Anmeldung und Shop. Es gibt Brötchen früh. Ja. Urlaub an der Ostsee, Ostseekamp Lemberg. Hier ist auch die Telefonnummer, falls sich jemand dafür interessiert. Alles Weitere kann man auch im Internet nachlesen. Ne? Wenn das Wetter so gut bleibt, das ist schön hier. Ja. So, ihr Lieben. Ja, der zweite Abend hier eigentlich auf dem Campingplatz oder vor den Toren des Campingplatzes hier. Ja, wir haben heute einen schönen Tag gehabt. Wetter hat ganz gut gehalten bis späten Nachmittag, dann kamen Wolken. Ja, aber solange es trocken ist, ist alles gut. Genau. Wir wollten euch jetzt noch mal zeigen, wie schön wir hier eigentlich stehen. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal gesagt haben. Aber wir stehen hier im letzten Bereich von dem Stellplatz, direkt vor der Pferdekoppel. Und da drüben an der Pferde, ja, was ist ein Pferdebauernhof, ne? Wie heißt das? Reiterhof. Reiterhof, genau. Mhm. Reiterhof nennt man sich sowas. Mhm. Da ist eine Pizzeria drin und da gehen wir jetzt hin und die werden wir jetzt ausprobieren. Und hier auf der anderen Seite von den Stellplätzen, da sind noch so ganz schöne, urige, ja, Ferienhäusler, ne? Die sind total niedlich. Also ich finde es total, total, ja, putzig hier. Echt, wahr. Total klasse. Aber ja, und der Stellplatz, wenn man das so nennen will, ist auch für Wohnwagen zugelassen. Das ist, glaube ich, einfach ganz einfach gehört zum Campingplatz dazu. Das ist nicht nur Stellplatz, sondern es ist allgemein hier für Touristen, also für Durchreisende. Denn am Campingplatz drin habe ich den Eindruck, ja, dass es mehr Dauerplätze sind. Das sah wirklich nach Dauerplätze aus, alles, ja. Ganz vorne habe ich noch gedacht, dass es vielleicht Stellplätze sind. Aber ja, wir haben jetzt hier hinten bei die, ja, wo wir jetzt stehen, das sind auch hier in dem Gebäude Duschen. Da haben wir eine Karte bekommen. Ja. Und Toiletten sind auch da. Also Duschen und Toiletten. Waschmaschinen. Ja, mehrere. Mehrere Kinderspielplatz. Ja, und abends ist hier alles voll mit Hasen. Ja, das riecht jetzt der David. Die ganzen Hasen hier. Ja, hier sind gleich die erste Tür ist Dusche und Toiletten. Die zweite Tür ist, glaube ich, zum Abwaschen gewesen. Und hier haben wir noch einen Raum mit Waschmaschinen. Aber nur mit Karte? Ach, kommen wir auch nur mit Karte rein. Haben wir jetzt nicht dabei. Wir zahlen jetzt knapp, ja, 26 Euro inklusive Strom für 2 Personen und den Stellplatz. Und Hund. Und Hund. Duschen, Wasser, alles dabei. Und sind hier auf dem Campingplatz Damp Dorotheental. Genau. Wir haben uns dafür entschieden. Ja, wir haben uns dafür entschieden, weil es uns einfach hier total super gut gefallen hat. Wir sind gestern mit dem Auto hierher gefahren, haben das gesehen, dass man da hinten so schön ruhig stehen kann. Und die Ruhe, das hat uns einfach überzeugt hier. Ne? Ja. Da haben wir gesagt, da gehen wir her und nicht auf den anderen. Der wäre billiger gewesen, aber
kaputt. Wir brauchten jetzt erstmal keinen Wasserblick. Wir brauchten einfach nur Ruhe. Ja. Ja, und da drüben ist dann der Campingplatz. Wie gesagt, es sieht aus, als wenn das alles Dauercamper sind. Hier haben wir noch eine Entsorgungsstation für die Chemietoilette, fürs Grauwasser. Dort gibt es noch Frischwasser. Und auch hier ist noch eine Frischwasserzapfanlage. Aber auf den Plätzen überall, an jedem Kasten, ist auch ein Wasseranschluss vorhanden. Ja, jetzt marschieren wir mal zur Pizzeria. Genau. Und heute Abend werden wir entscheiden, wie es dann morgen weitergeht, ja. Wohin. Also uns schwebt entweder der Nord-Ostsee-Kanal vor, genau. Dass wir zu dem Stellplatz Schachtholm, genau so heißt er, dorthin fahren. Oder wie gesagt, zu dem Campingplatz, den wir heute entdeckt haben, wo wir tatsächlich erste Reihe am Wasser stehen. Ja, wie gesagt, das entscheiden wir irgendwie heute Abend oder morgen früh dann. Ich wäre ja am liebsten in mein geliebtes St. Peter-Ording fahren, aber da drüben windet es dann doch noch stärker als hier auf der Seite. Aber vielleicht können wir uns doch noch, ich weiß es noch nicht. Also ich möchte eigentlich schon gerne wieder an die Nordsee. Wir sind wieder mal sehr unentschlossen und wahnsinnig spontan. Ja, wir werden wahrscheinlich kreuzen. Da sind die Rehe, schaut mal. Da sind die Rehe schon wieder. Oh. Ja, hier ist wirklich total idyllisch. Abends hast du dann die Hasen vor dem Wohnmobil, da rennen die Rehe. Total cool. Ja, die mochten jetzt wahrscheinlich nicht, dass wir jetzt hier sind. Und da drüben hast du die Pferde. Ja. Also ich fand es hier richtig, richtig cool. Ja, wie gesagt, wir sind hier zwischen Eckernförde und Damp. Ja, eigentlich kurz vor Damp. Ja, kurz vor Damp. Es gehört zu Damp jetzt hier, Damp, ja. Aber heute mit den Fahrrädern waren wir zwischen Eckernförde und Damp. Ja. Waren wir in Klein-Warps, überall in dem, einfach die Küste Richtung Eckernförde runter. Ja. Kreuz und quer durch alle Sackgassen. Teilweise abenteuerlich direkt an der Steilküste entlang zu fahren. Wunderschön, wunderschön. Wirklich. Hat aber wirklich viel Spaß gemacht. Und da haben wir wirklich wieder jetzt gemerkt, wie dieses Funbike von RSM, das bewährt sich immer mehr. Also wir waren da sehr oft durch Sand durchgefahren und hatten überhaupt keine Probleme. Es riecht zu gut hier. Ja, noch alle möglichen. Es riecht zu gut. Da vorne sitzt ein Mäusebussard auf dem Zaun. Der war gestern direkt vor uns gesessen. Ja, hier. Also Wildtiere haben wir hier genug. Ja. Mitten im Wildpark irgendwie. Cool. Naja, machen wir die Kamera mal aus. Genau. Laufen wir mal zur Pizzeria, schauen, ob wir dort was Leckeres kriegen. Ja, ich war eben mit dem Scooter schon mal da, habe die Speisekarte fotografiert. Boah, das mir hat's gefallen. Da steht ganz gutes Zeug. Schauen wir mal.